In dieser Lektion seid ihr auf dem Stand, dass ihr Wheelies leicht bergauf schon sehr gut beherrscht. Ihr habt gemerkt, da kommen alle einzelnen Faktoren zusammen. Wenn ihr jedoch jetzt hingeht und ihr fahrt ein Wheelie in der Ebene, ist es nochmal eine andere Sache, vor allen Dingen auch dann, wenn es leicht bergab geht. Und zwar kommen die Faktoren des Mitpedalierens, Schaltens und vor allen Dingen der dosierten Hinterradbremse mit hinzu. Wenn ihr einen Wheelie in der Ebene fahrt, werdet ihr schnell merken, ihr habt das Gefühl, ihr fahrt dem Wheelie hinterher, müsst immer wilder treten, damit das Vorderrad nicht runtergeht. Da ist es wichtig, vorher schon in der Gangwahl einen guten Kompromiss zu finden, dass ihr den Gang so leicht habt, dass das Vorderrad noch schön hochkommt, wenn ihr explosiv lostretet, aber dass er auch nicht zu schnell dann sehr leicht wird und ihr das Gefühl habt, ihr tretet ins Nichts. Ihr könnt, auch wenn ihr ein gutes Schaltgefühl habt, auch im Wheelie schalten. Bitte achtet aber dann darauf, dass ihr euren Finger immer sehr schnell wieder an der Hinterradbremse habt. Wenn ihr dann in der Ebene immer schneller werdet, kommt dieses Spiel um den Streetpoint dazu, dass ihr auch das dosierte Nutzen der Hinterradbremse mit einbringen müsst. Sprich, ihr pedaliert, das Vorderrad bleibt oben, dann habt ihr das Gefühl, ihr kippt fast nach hinten, dann kommt ein leichtes Schleifenlassen der Hinterradbremse und ihr könnt den Streetpoint halten. Dieses Spiel aus stetigem Weiterpedalieren und dann sich zurücklehnen, die hier schleifende Bremse nutzen, ja, das müsst ihr üben, da kriegt ihr ein Gefühl für. Ihr habt jetzt höhere Geschwindigkeiten, deswegen müssen alle anderen Basic sitzen. Seitliches Gleichgewicht und so weiter, weil nach hinten abspringen oder zur Seite kippen sind bei diesen Geschwindigkeiten einfach viel zu gefährlich. Nun geht es bergab, ihr seid im Wheelie, wollt den Wheelie bei höherer Geschwindigkeit weiterhalten. Bergab ist man natürlich nicht mehr am Pedalieren, sondern jetzt läuft es weiter so, dass man sich zurücklehnt, ein gutes Gefühl dafür bekommt, die hintere Bremse zu nutzen und dann schleift die auch immer mehr. Das ist Learning by Doing und auch viel Kopfsache, dass ihr Vertrauen bekommt, auch bei schneller Geschwindigkeit den Wheelie bergab machen zu können. Dann ist nur die Frage, wollt ihr das wirklich? Wenn ihr eine Straße bergab nutzen wollt für Spielen, eignet sich natürlich der Manual. Dafür gibt es auch eine eigene Lektion. Das kann ich euch sehr empfehlen. Nutzt für die Kurven im Wheelie eure Körperrotation. Schaut dahin, wo ihr hin wollt. Dreht den Körper mit, nutzt die Hüfte. Ihr werdet merken, dadurch, dass ihr nur auf dem Hinterrad seid, werden die Kurvenimpulse sehr direkt genutzt. Ihr könnt enge Zirkel fahren, dann ist es wieder sehr viel seitliche Ausgleichbewegung, damit ihr nicht zu einer Seite kippt. Üben, machen und ihr werdet auch gute Richtungswechsel und Kurven im Wheelie beherrschen. Das waren ein paar Tipps. Wir sehen uns in der nächsten Lektion.